Nein. Ich möchte einfach nur sicher gehen, dass alles schön underground. Überwältigte meinen Verstand und hielt mich für einen Moment in meiner eigenen Hand. Und im Zuge dessen wasch ich mir nie wieder die Hände. Yeah, du bist am Start wie ein Ende. Früher wurden Wände betaggt, jetzt werden Schwänze geleckt. Man hat mir das auch angeboten. Angebote ausschlagen, Rap-Zeitschrift aufschlagen. Sehen, dass die Wack ist, wieder zuschlagen. Damit auf den Kopf meines Wack-MCs draufschlagen. Drauf einschlagen, nein sagen, auch nur Gerede. Fick deine teuren Geräte, mein Flow ist Säure, du eine Grete. Plattenverträge unterschreiben macht deine Hand träge. Ich lege weniger Wert auf den Stellenwert, den man mir zusteht, als darauf, dass auf einem Grabstein dein Name steht. Du suchst in meiner Musik nach dem typisch Deutschen, doch findest nur einen dich fickenden Schwanz aus Geräuschen. Well, you back it up. Yeah. Der Retro-Gott ist agnostisch. Als ich sagte, ich ficke dich, meinte ich das nicht metaphorisch, sondern kosmisch. Du kannst mit deiner Crew von Schwuchteln und deinen Muskeln im Video mit schweren Hanteln rumfuchteln. Es beeindruckt mich nicht, nein, du bist nicht die richtige Mischung aus Straßenglaubwürdigkeit und Hip-Hop. Technischer Versiertheit, dein Management kann das gerne so darstellen. Geld bringt dich zum Schwitzen. Ich würde es lieber abschaffen, als es zu besitzen. Ihr versteht Rap nicht wirklich. Er ist überall ein Ausländer und ihr fragt ihn, woher kommst du wirklich? Gehst du mal später zurück in deine Heimat? Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab? Nein, du weißt, was ich mein. Komm, lass es sein.